Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Wir sind wieder der Gunshot und wir zocken wieder eine Runde Mittelerde oder Schatten. Wir müssen vor der Kampagne, wie es scheint, nochmal zu unserem Feldusch, dem Kriegsbringer. Weil irgendein Auftrag, ich habe keine Ahnung, soll er wohl haben. Also schauen wir da mal hin. Sind ein paar Fuß dahin, aber das geht ja relativ fix, wie wir das kennen. Da bin ich mal gespannt, was uns die Kampagne gleich sagt, die ich dann direkt im Anschluss machen werde, vermutlich. Oh, wir haben hier schon wieder die Orks quatschen die ganze Zeit. Was Besseres haben die ja echt nicht zu tun. Aber da der Typ eigentlich schon unser ist, verstehe ich jetzt gerade nicht, was ich dem noch für einen Auftrag geben soll, weil eigentlich alles erledigt ist. Ich habe sie alle bekehrt und gehören alle mir und meine Armee ist da und gibt eigentlich meiner Meinung nach nichts mehr, was ich machen müsste. Aber ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren. Schauen wir mal. Ding, 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 ding. Okay, jetzt wird der Weg langsam nervig. Hätte mir vielleicht doch irgendwo Karagor organisieren sollen. Kurz den Turbo einschalten. Können dann gerade schon verfügbar war. Hier hätte mich jetzt gerade einer gesehen. Wahrscheinlich wieder so ein Bogenschütze. Dort muss. Jetzt ist es da auf der anderen Seite, oder was? Gucken wir mal hier hoch. Okay, ich dachte, da hinten steht jetzt gerade ein Feind. Steht aber nicht, also aktivieren wir das einfach mal. Welche erwartet dein Befehl? So, jetzt kommen wir wieder zu unserem Abstechen oder Aufzehren und Beherrschen. Machen wir nochmal auf der Seite. Befehligen. Die sind alle meins. Das brauche ich nicht. Warte mal, zurück. Dann sammle ich einfach Informationen. Tue ich das mal. Gut. So. Gut. Dann reicht mir das ja jetzt erstmal. Und wir begeben uns zur Kampagne, weil diese kleinen Nebendinger sind zwar schön zum Zeitvertreib, aber der Story-Modus interessiert mich doch hier nun mal. Und die geht nur weiter, wenn wir die Kampagne machen. Schleicht da jemand umher? Das ist nicht ganz so weit hin. Eigentlich müssten wir jetzt wieder auf die, sag mal schnell, auf die schwarzen Hauptmänner treffen, wenn ich da richtig liege. Weil das war ja eigentlich der Grund, warum wir die alle bekehrt haben. Nicht wahr? So, ja, ihr braucht mich nicht sehen, gar keinen Stress machen. Ihr wollt eh nicht, dass ich euch kille, also lasst mich einfach in Ruhe. Highspeed da unten hin. Ups. Ah, hier haben wir noch was zum Aufsammeln. Ich verstehe das, wie man das selber gemacht hat. Sie
Was das Ausrüsten dieser Gegenstände angeht, könnte ich wetten, dass ich nicht so alles gemacht habe, wie es am besten wäre. Aber ich bin bis jetzt ganz gut gekommen. So, Herr von Mordor, deine Streitkräfte erwarten einen Befehl. Die Zeit ist gekommen, einen vernichtenden Schlag gegen die Schwarze Hand auszuführen. Jawohl. Wir möchten dir danken, dass du uns Hilfe leistest, Kapitän. Ei. Ich hätte nie gedacht, dass meine Schmuggeleien jemals von der Königin so wertgeschätzt werden, Milady. Sie sind hier. Orks. Das sind üble Zeitgenossen. Aber ich habe schon Schlimmere verschifft. Okay. Halt die Planke gerade! Hey, nicht anfassen! Königin Marwyn, es tut gut, euch wohl aufzusehen. Die Boote sind bereit. Die Kapitäne wurden über dein Ziel informiert. Gut. Wie lange werden diese Orks dir gehorchen? Ich schätze, solange ich es will. Ich stehe in eurer Schuld. Wir schulden dir unser Leben, Talion. Setz diesem Wahnsinn ein Ende. Milady? Oh, es lädt. Stürmelt sie! Tötet sie alle! Erfüllt die Luft mit Uruk-Schein und tränkt den Boden mit Uruk-Flut. Oh, heiliger. Besiege deinen Erzfeind. Oh, nein! Das ist ja direkt mein Erzfeind. Oh, er wieder. Ich kann voll nehmen. Du bist mein Erzfeind. Herrlich. Okay, er hat mich irgendwie abgesehen. Oh, fuck. Fuck. Bam. Juhu. Irgendwie sieht die Grafik gerade bei Kampfszenen anders aus. Ich weiß, diese Diskussion sollte ich jetzt vielleicht nicht führen, aber die sieht anders aus gerade. Was da GeForce Experience wieder angerichtet hat, bloß weil ich auf optimale Einstellungen geklickt habe, muss ich mir nachher nochmal zu Gemüte führen. Macht ihr auch was? Habt ihr das Gefühl, ich kämpfe schon was alleine? Gut, das ist ja alles gar nicht das Problem. Und noch eine Hinrichtung. Genau, ich werde euch alle ab... Genau, abknallen, wollte ich gerade sagen. Alle killen, bis nur noch das kleine Fickvieh da hinten übrig ist. Dann werde ich mir eine Ruhe vornehmen. Ja, jetzt... Ich hasse, dass ich meine eigenen Leute angreifen kann. Das ist doch scheiße. Schneller, wa? Oh.
Nur im Tod findest du Ruhe. Die letzte Abrechnung steht bevor. Die Festung der Schwarzen Hand. Ich verlasse das Auftragsgebiet. Okay, meine Typen sind hier. Mein letzter Auftrag scheint wohl hier vorne zu sein. Alter, wo ist denn mein Typ da hingerannt? Achso, der ist hier vorne. Das ist eine Falle. Ja. Die Stille täuscht uns. Welche Art von Magie ist das? Ich habe keine Ahnung, aber wenn du jetzt weißt, dass das eine Falle ist, ne? Warum rennst du weiter? Wir müssen hier hoch. Ich muss hier hoch. Okay. Ich habe dich nicht erwartet. Ich hoffe, meine Soldaten haben dir einen gebührlichen Empfang bereitet. Wo bist du? Zeig dich mir! Die Schlag des Throns. Die Schwarze Hand ist auf der Suche nach dir. Doch ich werde dich mit Freuden höchst selbst. Der dunkle Herrscher verzeiht dir, Celebrimbor. Kehre zurück und verlasse diesen Menschenkörper. Steh auf und kämpfe. Zu welchem Zweck, Waldläufer? Celebrimbor ist dein Fluch. Er hat dich erwähnt. Sei still! Und er kann dich jederzeit verlassen. Ups. Ja, das ist alles, was du bist, Waldläufer. Ein Wirt für den Ringmacher. Okay, das sieht nach Action aus. Setze eine Schleich... Warte mal. Wie schön gegen solche Schwäche, Schmerz und einen so gebrochenen Verstand anzutreten. Was soll ich machen? Ein Schleich... Warum bist du nicht mit uns gestorben? Du bist schon zu oft dem Grab entstiegen. Ich werde dich wieder und wieder tot lassen, bis du einsiehst,
dass du und nicht. Boah, was jetzt? Tod steht dir bevor. Wieder nach oben, wieder nach oben. Sorry Leute, wenn ich so ruhig bin, ne? Aber da hinten ist er. Du glaubst, du kannst das groß. Wo geht der hin? Noch nicht einmal. In meine Richtung hier. Geh mal außen rum. Du lauchst. Du willst Vergeltung. Oder was? Fuck. Ihr sollt eure Familie nie wiedersehen. Komm schon! Saurons Werk. Das war allein dein Werk! Ich hätte mit meiner Familie sterben sollen. Ich dachte, du wolltest Vergeltung. Ich verlasse dich gern. Doch es gibt nur einen Weg, den Kreis zu schließen. Was bleibt, ist die schwarze Hand. Nicht mehr lange. Vom Schwarzen Tor. Ich bin Hallas, euer neuer Kommandant. Ich bin stolz, euch zu führen und Gondor im Falle der Rückkehr des Namenlosen zu verteidigen. Bleibt stets stark und wachsam. Okay. Puh, das war eigentlich ganz gut gemacht. Von der Atmosphäre her fand ich das echt gut. Okay, aber... Nun steht in Flammen. Wir müssen zurück zu Königin Marwyn. Die schwarze Hand war dort. Ich kann es spüren. Lethariel. Ja, herrlich. Da sollen wir hin. Okay, folgt gleich die nächste Kampagne. Machen wir direkt weiter. Nicht auf die Mauer steigen. Du sollst einfach nur rennen. Ernsthaft ins Bein pissen? Ich habe nämlich einen anderen Auftrag. Du bist ja lieber mal Orks. Oder Uruks oder was auch immer. Thank you.
Holla, die Waldfee, wir rennen hier durch. Und mit der Macht, die ich habe, müsste ich da eigentlich, keine Ahnung, übelst teleporten können hier. Unglaublich, dass er den Hammer getötet hat. Der Grabwandler verhöhnt uns alle. Lasst ihn dafür bezahlen. Tja, wenn ich den Hammer töte, mein Freund, willst du mich aufhalten? Alles klaro. Ich bin bereit. Oh, sorry. Ich hab ihn gesehen. Ja, das ist da egal. Auf ihn, genau. Ich hab zu tun. Ich hab einen Auftrag. Sorry, Leute. So. Du wirst nach Nuren zurückgekehrt, um festzustellen, dass die Schwarze Hand bereits vor dir da war. Sehr schlecht. Lassen wir ihn nicht weiter warten. Okay. Nicht weiter warten lassen. Ups. Gut, ich glaube, er kommt von selbst. Ladebildschirm. Also die Ladebildschirme heute sind heftig. Sein Leben gehört jetzt Gondor. Vater, wenn du meinen Geliebten auslieferst, werde ich aussagen, Askon in Not. Und wieder am Laden. Mensch, Leute, kann das denn keine flüssige Abfolge werden hier? Mensch. Oh Gott. Ich bin gekommen, Herr der Geschenke. Okay, meine Armee kämpft hier, ihr macht das so super. Ich habe gerade einen brennenden Körper. Erste Kralle der Hand.
Ehre, dem Turm zu dienen. Für das, was du ihm angetan hast, werde ich deinen Kopf auf dem schwarzen Tor aufspießen. Dass ich nicht lache. Ich renne mal kurz mich um. Nein. Hier. Du hast versucht, die Fischer der Hexe zu retten. Aber du bist weggerannt. Und wir haben sie leiden lassen. Wie gesagt, es sind so viele und ich greife meine eigenen Typen an. Jetzt stirbt er endlich. Sehr gut. Boah, haben wir noch einen kleinen goldenen Typ hier? Ich kann hier nicht andauernd. Das ist jetzt die dritte, die fünfte, dritte Qualle. Untergang! Untergang der Menschen! Das sind eindeutig zu viele Typen hier, aber ist alles gar kein Problem. Ich mach halt die Kleinen fest. Blatt. Nein! Ach so. Einer von meinen Leuten ist tot. Ich habe von dir Zweite. Gehört. Ich glaube kein Wort davon. Ich jedes Mal kurz mit denen ein Gespräch führen muss. So, zweite Hand ist auch down. Da kommen noch ein paar von meinen Leuten. Oh, Kacke, noch einer tot von meinen. Ich muss langsam aufholen. Fuck. Einmal kurz zu dem hier hin. Du wirst langsam ein richtiges Ärgernis, weißt du das? Jo. Denk bloß nicht, ich bin so leicht zu besiegen wie der Turm. Nee, so wohl wie du dich anhörst. Hat noch nicht gereicht, um dich zu killen. Das ist jetzt aber ärgerlich. Jetzt aber. Das wird schön. Ja. Und? Die haben immer noch nicht genug. Fuck. Ich gehe gerade nicht ganz durch. Oh, sehr gut. Die erste Kralle hat es tot. Alter! Da ist noch einer. Fuck. Oh oh. Oh oh. Okay, ich kümmere mich lieber doch nochmal um die Kleinen. Ist bei mir hier schon etwas eng. Warte mal, ich muss jetzt hier gerade mal ein paar Sachen aufsammeln, wie scheint. Haben die denn frei?
Es wird so enden, wie es begann. Mit Schatten und Flammen, die auf das schwarze Tor fallen. Der Hammer und der Turm sind tot. Sauron ist noch immer schwach. Ohne die Macht des einen Rings oder der des Ringmachers kann er keine Gestalt annehmen. Er bleibt in Mordor gefangen. Dort ist er nicht mehr als ein flammendes Auge, gebunden an seinen dunklen Turm. Und endlich kann ich sterben. Niemand wird mich rächen. So, hier muss ich jetzt hoch. Los, komm, komm, komm. Also diese düstere Atmosphäre hier, also ich muss, und das Dramatische, das kommt echt gut. Finde ich gut gemacht jetzt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht schon direkt das Ende ist. Weil dann wäre es doch etwas schade. Dann hätten sie so eine Sache mehr einbauen sollen in die ganze Story. Scheiße. Der hat mir die Kehle aufgeschnitten, ich kann mich doch bewegen. Schlag zu, Talion! Ich kann ihn nicht länger aufhalten! Boah. Gott! Thank you.
Dies ist nicht länger unsere Schlacht. Ich wollte ihn bekämpfen. Es ist nicht möglich. Kannst du wirklich ewig mit dem Wissen ruhen, dass du ihn hättest aufhalten können, aber es nicht getan hast? Ja, liebe Freunde, dann scheint es das ja doch schon leider gewesen zu sein mit Mittelerde Mordors Schatten. Letzte Part war auf jeden Fall echt gut gemacht. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass das vielleicht ein paar Mal mehr so dramatisch und wie auch immer da kommt, ihr wisst, was ich meine, vorgekommen wäre in der ganzen Story. Und ansonsten, gelungenes Spiel, fand ich ganz gut, auf jeden Fall, hat sich gelohnt. Ja, lasst mir doch mal in den Kommentaren, wie ihr das fandet, das komplette Game und so weiter, wenn ihr das verfolgt habt. Hoffe, ihr hattet natürlich genauso viel Spaß wie ich an dem Ganzen, das zu Let's Playen hier. Und ja, ich bin ja mal gespannt, ob da ein neuer Teil kommt. Das Ende lässt ja darauf schließen, dass da wahrscheinlich noch was kommen wird. Ja, das heißt erstmal Mordors Schatten erledigt. Mal sehen, was dann als nächstes bei mir kommt. Ich habe ja noch ein paar andere Let's Plays laufen. Vielleicht ist ja auch da was für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ansonsten sehen wir uns ja vielleicht zur Fortsetzung von Mittelerde Mordors Schatten wieder. Ansonsten wünsche ich euch was, liebe Leute. Euer Gunshot.